Roer. Ich stehe heute da vor Ihnen. Das Glück habe ich mir natürlich selbst gewählt. Aber ich bin alleine mit einer Rede in der Hand. Und frage mich erneut, was ist das genau? Du vermisst mich. Was ist das genau in der Rede? Darum denkst du. Dass alles und alle still und ruhig hält. Ja, freilich. Das Straße wohl. Ist das die Demokratie? Wäre das demokratisch? Wäre eine Rede von mir allein dem Gerngross gegenüber würdig? Wäre es würdig gegenüber Star? Wäre es würdig gegenüber Ihnen, gegenüber allem und allen? Nein. Nein, meine Lieben. Nein. Die Kunst der Rede ist keine Kunst. Die Kunst, die überzeugen will, ist und war seit jeher die Barbarei. Barbarei! Bravo! Bravo! Die Rede für Star, für unseren Freund, für Heidulf Gerngross. Bravo! Meine Lieben, und vor allem darf sie nicht kommen von mir allein. Das ist gut. Liebe Freunde, die Rede für Heidulf Gerngross ist das Ende der Rede. Es ist der Jubel. Der Jubel! Der Jubel! Es ist der Applaus selbst! Thank you.
Amigos! Amigos! Ein Vater, vier Bier! Der Philosoph, Doktor Denker, ist aus Frankreich angereist und jetzt angekommen. Können wir ihn alle begrüßen? Nein! Ritter Po, ein Kinesischer. In der Arena. Hallo. Yeah. Hallo. Camila, also wir sind doch in einer kapitalistischen Gesellschaft. Ja, richtig. Camila, Gedanken gezüchtet. Ja, züchte. Möchte seine Rede versteigern. Züchte. Seine Rede versteigern. Aber er will mir die Hälfte des Sachs und des dafür. Ja! Bevor das Ganze in lächerlichen Kipps... 100.000 Euro! Wer bietet 400 Euro für diese Rede? Niemand! Bravo! Da hinten. 450! Bravo! Jetzt sogar Mara, der komplett blöd ist! 4,50 €! 0,0! Marco, 500! Bist du denn? München! Matsuda! 1000! 1000 Euro! 600! Bravo! 600! Für das Ende der Rede! Es ist ein... Wollt ihr Heidolf nackt? 1500! Wer bietet mehr? Niemand will das! 1500! Wollt ihr den totalen Heidolf? Wollt ihr den brutalen Heidolf? 2000 Euro! Und zum Dritten! Zum Dritten! Wladimir Matulak! Bravo! Also! Herr! Karotti! Vlado, bitte! Später! Na, jetzt! Der Karotti! Einer der größten Sozialmenschen der Welt! Wiener Freund! Gib mir den Zettel, den ich verkünden soll! Grundsatzbegehren! Bedingungsloses Grundeinkommen! Scheiße! Mord! Letzte Woche! Volksbegehren für bedingungsloses Grundeinkommen! Ja? Großartig. Das heißt für Sandler, für Künstler, für jeden 1200 Euro, damit sie ihr Leben leben können, ohne dass ihnen irgendjemand am Arsch gehen kann. Ohne dass irgendjemand sagen kann, was ist mit der Miete. Ohne dass irgendeiner sagen kann, oder dein Hunger ist mir scheißegal. Nächste Woche bitte unterschreiben. Karotti! Karotti! Jetzt geht's weiter mit dem Mammon, Alter. Für wen bin ich die Rede weggegangen? Ja, wie lange dauert das noch? Dauert das noch länger? Halt euch über die Herz an! Geht's nach Hause! Get your life! You know? Boring! Freibier für alle! Bravo! Freibier für alle, das ist die Ansage. Das war's! Arrivederci! Auf Wiedersehen! Haltet die Ohren steif! 10 Jahre alt! Das ist eine Doppeldummer! Ich weiß, ob der ist, der ist der Die nächsten 2 Stunden wird er gefunden. Hey, Alter, Künstler, bitte.